hatte Kubicki in einem Gespräch mit der Zeitung erklärt, während einer Debatte sei aus den Reihen der AfD sinngemäß der Zwischenruf gekommen. Man habe im Dritten Reich noch viel zu wenig Juden umgebracht. Kubicki sagte außerdem, da war ich fassungslos, wenn ich mitbekommen hätte, von wem genau die Aussage kam. Ich wäre aufgestanden und hätte dem Typen eine geknallt. Die AfD will dagegen nun juristisch vorgehen. Kubicki habe sich wieder einmal auf unterstes Niveau begeben, sagte Stefan Brandner, AfD-Abgeordneter und Vorsitzender des Rechtsausschusses. Kubicki nenne keine konkreten Personen oder Aussagen und wolle der AfD schaden. Das ist einem Politiker, zumal einem Bundestagsvizepräsidenten, mehr als unwürdig, so Brandner. AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch twitterte, mit Verlaub, Herr Vizepräsident Kubicki, Sie sind ein Lügner und deswegen zeigen wir Sie an, das Maß ist voll. Die AfD wirft Kubicki vor, sich als Parlamentspräsident wiederholt unfair verhalten zu haben, und fordert ihn deshalb zum Rücktritt auf. Kubicki reagiert darauf gelassen. Auf Anfrage von ntv.de erklärte er, die AfD ist, was sie ist und sie bleibt, was sie ist, ein Agent, Provokateur, Quelle, ntv.de.